Hallo und herzlich willkommen hier bei mir bei der RC Bruder Baustelle. Und ihr seht, es geht weiter mit dem MAN. Das ist noch meiner in der Grundversion sozusagen. Der ist schon nicht mehr der neueste, aber läuft noch nach wie vor. Ich habe bisher auch noch keinen Verschleiß gehabt, weder die Motoren noch Fahrregler noch irgendwelche anderen Teile. Also das ist wirklich genauso, wie ich den damals in den Videos gebaut hatte. Ich habe ihn eigentlich nur deswegen nochmal da, dass wir mal einen Vergleich haben, wie das andere Modell jetzt aussieht. Das heißt, wir haben ja hier die normalen Bruderbereifungen noch drauf. Hier ist nichts lackiert, das ist alles noch dieses Grau von den Tanks von Bruder. Auf der anderen Seite genau das gleiche. Also das ist der Standard. Und jetzt haben wir das schöne neue MAN-Modell mit den Gummireifen, mit den Chromfelgen, Alufelgen, Chromfelgen. Ich verhaspel mich da immer. So, wie zeige ich euch das jetzt am besten? Also wir drehen den jetzt mal rum. So, also ich stelle den jetzt mal hier einfach drauf. Jetzt haben wir den direkten Vergleich. Ihr seht jetzt hier auf jeden Fall mal die anderen Felgen und Reifen, aber das haben wir, glaube ich, das letzte Mal ja schon gehabt. Ich habe hier den Seitenunterfahrschutz, heißt glaube ich. Ich glaube, Unterfahrschutz habe ich mal lackiert. Ich finde, das macht auf jeden Fall schon mal mehr her. Und jetzt drehe ich das Ganze nochmal um, damit wir auch die andere Seite sehen. Denn hier finde ich die Tanks wahnsinnig schön. Also nicht hier, sondern bei dem hier. Die hier sind auch okay, aber die sind halt genau dieses, so wie es halt kommt. Und bei dem sind sie jetzt schwarz lackiert. Deswegen, also das wird hier wahrscheinlich jetzt auch nochmal nachgeholt, denn ich finde das echt, das macht nochmal was her. So. Also auch hier nochmal der direkte Vergleich, wie das Ganze jetzt aussieht hier. Ihr seht, sind jetzt die Tanks lackiert und allein schon mit den neuen Reifen und Felgen. Also es schaut einfach mega gut aus. Jetzt lassen wir den gleich da. So, du darfst dabei mal gehen. Und ich zeige euch den nochmal in der Nähe natürlich. So sieht das Ganze jetzt aus. Also, ich finde das super. Wie gesagt, werde ich bei meinem wahrscheinlich auch nachholen. Deswegen schon mal eine ganz, ganz tolle Sache. Und so einfach. Rausgeklickt, lackiert, reingeklickt. Gleich ein ganz anderes Bild. Ja, es ist weitergegangen. Ich habe hier einmal die Vorbereitung für die Easy-Kipp-Mechanik. Die ist noch nicht montiert, denn die Kabel fehlen noch. Und wenn die noch draußen ist, tue ich mir natürlich einfacher, die Kabel hier unten immer durchzulegen. Das hier ist sie, die ist lackiert. Motor ist schon dran. Und im Endeffekt wird die hier nur eingesetzt und festgeschraubt. Und natürlich angeschlossen, aber dann ist die schon drin. Also es ist super einfach zum Montieren. Funktioniert bei den LKWs, funktioniert auch bei den Kippanhängern so. Kommt aber noch separat. Die Kippmulde ist noch nicht so weit fertig. Da fehlt hinten noch das für die hintere Klappe, die Mechanik. Und unten noch die Führungsschiene und so weiter. Ja. Das hier habe ich auch schon hergerichtet. Also ich zeige euch das einmal ganz kurz. Das kommt hier rein, wird hier einmal reingeschraubt. Das hier ist gemäß Anleitung einmal rausgedremelt und das wird dann hier drüber geklickst und dann sitzt das halt hier fest. Fertig. Also so einfach ist das. Die Mulde bleibt mit dieser Aufnahme, das heißt, die kann man jederzeit einfach hinten ausklicken, rausziehen und gegen die andere tauschen, wenn man das natürlich möchte. So. Legen wir aber mal zur Seite, denn wie gesagt, das ist noch nicht angeschlossen. Wir können also auch noch nichts kippen. Ich habe mich die letzten Folgen oder beziehungsweise die letzten Umbaustunden mit dem ganzen Kabelgewirr hier beschäftigt. Ich weiß gar nicht, mit was fangen wir denn am besten an. Der Fahrregler ist natürlich reingekommen. Der Fahrregler, da habe ich hier diesen Truck, ich lese schnell ab, Truck Evo 3 von modellbauregler.de drin. Und ich kann es euch nur beschreiben, ich kann es euch nicht zeigen, ihr könnt das jetzt nicht mit mir miterleben. Aber der hat so viele Rasterpunkte, also wo er Ding abgreift, wo man gerade ist, das ist der Hammer. Also das fährt wirklich wie auf Wolken. Es ist kein Vergleich zu den
normalen Fahrregeln, also die normalen Fahrregeln, die ich verbaue, sind eh schon besser als alles andere, was ich vorher hatte. Es ist kein billiges China-Zeug, wo ich sage, das ist fast schon fast schwarz-weiß oder sowas oder ruckelt oder gibt irgendwelche Störfrequenzen. Ne, die sind sowieso schon super, die sind auch super klein. Das ist halt ein Fahrregler. Ich zeig's nochmal, das sind die hier. Ist halt gerade, auch wenn man wenig Platz hat, in einem Bagger zum Beispiel, habe ich wahnsinnig viele Funktionen, da sind die natürlich super. Ja? So. Der Truckregler ist der Hammer. Absolut. Also mit nichts zu vergleichen, was ich bisher hatte. Ich habe den einmal schon verbaut in dem Krankenwagen. Im Krankenwagen ist der drin gewesen. Und da ist mir das schon das erste Mal aufgefallen, dass der wirklich so weich anfährt, weich runterbremst. Also das ist nicht so, dass der sagt, dass ich sage, ich gehe mit dem Joystick zurück und der haut irgendwie den Anker rein. Ist absolut super. Jetzt habe ich ja 4 Einzelmotoren und kein irgendwie Getriebe mit drin. Wenn ihr ein Modell fahrt mit Getriebe, wo ihr im Endeffekt eh schon wie eine Sperre habt, wenn der Motor nicht mitläuft, weil der so untersetzt ist, probiert diesen Regler aus. Also das ist wirklich, wirklich wahr. Das ist der Hammer. Der bringt ein paar Sachen gleich mit. Das heißt, wir haben einmal die UBC-Stromversorgung für den Fahrregler ist mit dabei. Man kann es programmieren, Handbremse sanft für Straßenfahrzeuge und die Bremse hart für Offroad. Das heißt, der steht dann auch wirklich. Der hat eine Handbremsfunktion, was beim Kipper natürlich auch super ist. Das heißt, wenn ich jetzt an den Hang hinfahre und ich gebe kein Gas mehr, dann gibt der so viel Strom, dass der stehen bleibt. Das heißt, ich kann auch am Hang parken. Kann mich beladen lassen, ohne dass mein Modell irgendwann mal davonrollt. Ist also eine super Sache. Die Autofahrer unter euch kennen das, beim Automatik ist das gleich. Wenn ich irgendwo am Hang stehe, dann gibt der Motor einfach so viel Gas, da kann ich nicht mehr rückrollen. Hier ist das genau das gleiche, das macht dieser Regler hier auch. Ist super. Also das ist wirklich Gold wert, gerade auf der Baustelle. Und wie gesagt, wenn ihr einen Kipper fahrt oder eben auch ein dementsprechend schweres Modell oder ein Gespann, ein Sattelzug oder sowas, der beladen wird, dann schiebt der natürlich unter Umständen wirklich mal nach unten, wenn ihr da steht und beladen werdet. Das passiert hier nicht. Ja? Er wird einmal programmiert, wenn man ansteckt, das erste Mal, damit er weiß, wo ist Null, wo ist Vollgas. Dementsprechend die Anleitung ist mit dabei, ist Temperaturüberwachung, Softumpolung, Motorbremse und so weiter. Was ich jetzt neben den Fahrfunktionen hier absolut schätze, ist das, dass der automatisch Brems- und Rücklicht mit dabei hat. Hat zwar mein Soundmodul und Lichtmodul hier auch, aber hier ist die Besonderheit, A, es läuft natürlich super, wenn es eh über den Fahrregler läuft und wenn ich sage, das restliche Licht brauche ich nicht, aber das hätte ich gerne, dann habe ich mit einem Regler im Endeffekt das auch schon mit dabei. Brauche also sonst nichts. Gell? Wenn ich, meine anderen Modelle, die leuchten ja einfach nur, da geht nur die LED an, wenn das Modell an ist. Das heißt, wenn ich da so einen Regler einbaue, habe ich aber Brems- und Rücklicht automatisch mit dabei und das normale Licht ist einfach an. Ja, oder machst mit dem Kippschalter. Ich bin jetzt nicht, ich mache nicht Dauerlicht an und aus. Ja? Also das ist schon mal super. Hier auch, wie gesagt, es ist einfach, weil es halt über den Regler geht. Und das Bremslicht leuchtet länger, wenn ich vorher schneller gefahren bin. Das heißt, wenn ich nur ganz langsam fahre, und dann stehen bleibe, dann leuchtet es nur kurz auf, denn dann stehe ich ja schon. Wenn ich richtig Vollgas gefahren bin und dann stehen bleibe, leuchtet die Bremsleuchte länger, so wie es halt auch in echt wäre, denn ich muss länger bremsen, bis ich zum Stillstand komme. Ja? Also, nochmal, AS12 35RW Truck Evo 3 mit LiPo-Schutz, absolute Empfehlung von mir, ich verlinke ihn auch nochmal. Ich muss sagen, ja, der wird jetzt auf jeden Fall fest ins Portfolio mitwandern und in die nächsten Modelle mal mit eingebaut. Das ist mal der Fahrregler gewesen. Wir können auch mal kurz ein Stück fahren. Wie gesagt, die Elektronik ist momentan, sie ist drin. Sie ist drin. So, auch der piepst ganz kurz. Und sie ist momentan noch nicht schön verstaut. Also das heißt, die liegt halt hier noch rum. Das werdet ihr ja auch gleich sehen. So, also die Lenkung ist eingebaut. Wir haben hier den maximalen Lenkradius, mehr gibt weder die Achse noch das Modell her, auch wenn ich jetzt noch mal was wegdrehen würde, das würde nichts mehr machen. Die Achse schlägt wirklich aufs Maximum ein. Dadurch kriege ich hier einen Wendekreis von ca. 1 Meter, 10 Meter sowas, je nach Untergrund. Wenn er mit den Reifen ist der ja super griffig, deswegen laufe ich irgendwo 1 Meter bis 1,10 Meter einmal komplett als Lenkradius. Lenkradius wäre ja dann der Durchmesser. Dann wäre der Radius die Hälfte, also 50, 55 cm wäre der Radius dieses Kreises.
Genau. Ich fahre mal ein Stück, aber wie gesagt, ihr könnt das nicht nachempfinden. Holt euch diesen Regler, baut den in euer Modell ein und fahrt es. Ist wie gesagt mit nichts zu vergleichen. Wirklich nicht. So. Ihr seht es schon, es hat sich sonst auch noch ein bisschen was getan. Nein, die ist noch nicht fest. Wie gesagt, ich bin noch nicht so weit. Aber ich wollte euch ja jetzt wieder ein bisschen was zeigen. So, also Fahrerfigur ist reingewandert. Das war natürlich das Schwerste. Keine Frage. Also ist ganz klar. Habe ich Stunden gebraucht, um die da reinzusetzen. Wir haben zweimal Rundumlicht oben. Ist schaltbar über die Fernbedienung in verschiedenen Modis. Aus ist natürlich auch einer. Ich finde die drehenden, langsam drehenden am entspanntesten. Bei den anderen, keine Ahnung, kriege ich irgendwann mal irgendwelche Anfälle. Genau. So, die sind auf jeden Fall einmal mit oben ins Dach gewandert. Dann haben wir hier vorne die Scheinwerfer beschalten. Jetzt wollen wir das gucken. So. Ach, ich brauche noch eine Anleitung. Ich bin noch nicht in Fleisch und Blut übergegangen. So. Und ich habe ja mit LKWs nichts zu tun. Ja? Also ihr dürft mich gerne korrigieren, welches Licht wohin gehört. Ich habe das mir so zusammengereimt. Das heißt, wir haben hier einmal außen müsste das Abblendlicht sein. Dann haben wir, kann ich das, die Nebelscheinwerfer dazu schalten. Dann haben wir noch Fernlicht mit dazu. Ihr seht, es auch deutlich heller jetzt. Glaube ich, sieht man ganz gut. Und wir haben eine Warnblinkanlage drin. Seht man das? Dass die blinken? Ich halte es mal nochmal ein bisschen nach oben. Ja, das Fernlicht, das blendet. Das ist wie im echten Leben auch. So. Wir machen hier nochmal aus. So. Irgendwie, vielleicht hat einer eine Lösung von euch. Irgendwie habe ich hier einen Kriegsstrom drauf, aber nur auf zwei Lampen, beziehungsweise auf zwei Kreisen. Und die schalten alle gegen Masse. Also die kriegen alle Strom vom Akku direkt. Alle, vorne wie hinten. Alle sind direkt versorgt und dann schaltet nur das Negative, schaltet über die Module dann einfach frei über die Masse und dann leuchten die. Zwei LEDs, beziehungsweise zwei Reihen LEDs, leuchten jetzt und haben so ein Glimmen. Das Problem ist, am Modul liegt es nicht, denn es spielt überhaupt keine Rolle, wo ich sie einstecke, die glimmen immer. Interessant ist aber, sobald ich die ausstecke vom Modul, ist auch das Licht weg. Das heißt, ich glaube jetzt auch nicht, dass die irgendwo anders daher Masse ziehen. Ich weiß nicht, vielleicht hat jemand eine Idee, vielleicht weiß auch jemand, wie ich das einfach beheben kann, Diode reinlöten oder keine Ahnung was. Ich habe es mit einem größeren Widerstand versucht, weil ich mir dachte, vielleicht ist der Schaltstrom einfach zu viel und es kommt trotzdem was durch das Modul oder irgendwie, keine Ahnung. Hat aber nichts gebracht. Punkt. Ja, also ich habe noch keine Lösung. Wie ihr seht, die Lichter sind aus, die glimmen momentan noch ein bisschen. Wird noch behoben, irgendwie, weiß ich noch nicht. Fehler wird gefunden, bin ich mir sicher. Weil so gebe ich da nicht auf. So, also wir haben hier vorne die Lichter. Wir haben oben die Lichter, die reingekommen sind. Wir haben das Ganze lackiert. Wir haben hinten Licht. So, und hinten, sieht man das jetzt hier? Ich stelle den mal auf irgendwas drauf, wenn ich was finde. Hier, das Problem ist, der gleicht sich überall aus. Deswegen, ja. Ich glaube, es ist so ein bisschen besser. Ja. Also, wir haben hier hinten ganz wunderschöne Rücklichter. Ich verlinke die unten auch, sind von Modellbau Niepel. Sind 7 Kammerrückleuchten. Schauen wir mal. Ich habe das ausgedruckt. Das ist leider keine Anleitung mit dabei, aber im Internet findet man ja alles. Das sind die Fotos von der Seite. Das heißt, das ist ein Original, so eine 7 Kammerrückleuchte. Und hier unten dann, wie sie beschalten ist. Ich habe mir dann im Internet rausgesucht, wo welches Licht hingehört. Das ist ein bisschen schade. Also das, wie gesagt, ich habe keine Ahnung von LKWs. Ich musste da echt relativ lange suchen, vielleicht haben wir auch doof angestellt, aber ich musste lange suchen, bis ich gefunden habe, welches Licht wofür ist. Sei es wie es ist, ich habe es natürlich rausgefunden und dementsprechend die LEDs eingebaut. Es sind sogar Ersatz-SMDs mit dabei. Ich zeige euch das gerade mal, um Gottes Willen. Moment, irgendwie so. Ich halte es jetzt mal ganz ein. Da kommen
je Seite sind 7 Stück verbaut. Also das ist nichts Plug and Play. Gell? Ihr braucht da eine ruhige Hand und einen ruhigen Finger. Die SMD-LED, die ist jetzt direkt vor der Klammer, dieses kleine gelbe Pünktchen, das ist die LED, die da eingebaut wird. Ja? Die kommen verkabelt, das ist schon mal super. Wie gesagt, da sind sogar 2 Ersatz dabei, denn war auch bei mir jetzt nötig, weil bei einer Seite habe ich irgendwie, glaube ich, das Kabel da abgerupft und die Dinger löten. Also ich habe das schon mal gemacht, also macht keinen Spaß. Ja? Also ist auf jeden Fall zu empfehlen, ist aber wie gesagt nicht Plug and Play, braucht eine ruhige Hand für und auch richtig Geduld. Aber ansonsten sehen die super aus. Ich blende euch mal ganz kurz ein Bild ein, denn auch hier ist, ich habe das beim Dodge und beim Sprinter schon mal erzählt, wo ich auch diese Lampengläser von Nipl verbaut habe. Also nicht die, sondern andere. Die sind innen drin so angeraut, so angespitzt. Also wie die richtigen Lampengläser halt auch im Realen, damit die Lichtstreuung passt, ist das hier auch der Fall. Das finde ich super. Also das ist wirklich so ein Detailgrad, wo ich sage, das gefällt mir richtig gut. Der Hammer. Also wie gesagt, ich kann es nur empfehlen, wenn sich jemand die Mühe machen möchte, die Dinger schauen richtig, richtig gut aus. Ich halte es nochmal ein bisschen näher hin. So. Also, so sehen die Dinger jetzt aus. Und ihr seht schon, hier leuchtet was, denn hier ist aktuell, sind die Positionslichter beschalten, das sind die ganz äußeren. Auf der einen Seite passt es wunderbar, auf der Seite hier leuchtet das Weiß etwas mit. Weiß ich noch nicht. Also ich kann sie nicht mehr ausbauen, die Dinger sind geklebt. Also man klebt die SMDs da mit Sekundenkleber rein. Und ich weiß jetzt schon, wenn ich das aufmache, schmeiße ich es weg. Ja? Deswegen, also da weiß ich noch nicht genau, wie ich es löse. Ich finde ganz ehrlich die Positionslichter allgemein jetzt nicht so hübsch. Deswegen, mal gucken. Genau. Ansonsten sind jetzt hier die Fahrfunktionen mit drauf. Ich fahre jetzt einfach mal. Und wenn ich jetzt vom Gas gehe, ihr seht, jetzt geht die Bremsleuchte an. Und wir haben Rückwärtslicht. Seht ihr das? Ich muss, glaube ich, mal das Kameralicht schnell ausmachen. So. Ich glaube, das ist für Leuchtfunktionen tatsächlich wahnsinnig ungeeignet. Also wir machen nochmal. So, einmal Bremslicht und die Rückfahrscheinwerfer. So, also das funktioniert schon mal super. Auch hier habe ich hier, sind die Nebelschlussleuchten, habe ich auch diesen Kriegsturm drauf. Das ist der gleiche, der vorne ist. Die hängen ja in einem Strang im Endeffekt, vorne wie hinten. Deswegen, auch hier glimmen sie. Vorne glimmt noch das Fernlicht mit. Fernlicht hat ja hinten keine Funktion, deswegen glimmt hier nichts. Aber ich bin mir sicher, dass wenn hier hinten jetzt was wäre, dann würde das auch mit glimmen. Ich weiß es nicht. Vielleicht, wie gesagt, wenn einer eine Idee hat, bitte mir in die Kommentare schreiben oder auf meiner Seite eine E-Mail oder so. Genau. Die Lichter sind alle miteinander verschalten. Das heißt, wenn ich das Fahrlicht mit anmache, habe ich hier ganz normal mein... was ist das noch? Abblendlicht. Schlussleuchten und Kennzeichenbeleuchtung auf der einen Seite. Dann haben wir hier das Nebellicht, jetzt ist es richtig angegangen. Das ist jetzt Fernlicht vorne angegangen, das brauchen wir hier nicht. Und wir haben die Warnblinkanlage mit dabei. So, jetzt haben wir bis auf Bremsen und Rückwärtsfahren alle an. Jetzt zeige ich euch das nochmal. So sieht das Ganze jetzt aus. Also muss ich sagen, ist super. Also bin ich echt schwer begeistert von diesen Lampen. Ob ich mir das so oft antue, ist natürlich eine andere Frage. Ja, also wie gesagt, es gingen nur für die Lampen, also glaube ich, für das Löten dieser ganzen Kabel, nur damit vorne Kabel rauskam, also noch nicht am Modul anschließen und so weiter, nur für das Kabellöten habe ich irgendwas um die knappen 3 Stunden gebraucht mit dem Anbau hier. Vorher musste man natürlich die noch einzeln einkleben. Der Sekundenkleber klebt nicht in Sekunden, so viel sei mal gesagt. Das heißt, man muss trotzdem immer kurz warten, damit die nicht verrutscht. Und dann kann man die nächste machen und so weiter. Also auch da geht viel Zeit drauf. Natürlich mache ich zwischendrin was anderes. Aber wie gesagt, die Dinger kosten richtig Zeit, sehen aber super aus. So, so viel mal dazu. Machen wir hier die ganze Beleuchtung wieder aus. So, gut. Also, wir haben die Lichter hier oben, wir haben die Lichter hier vorne. Wir haben den Fahrregler mit drin. Wir haben hier hinten
die 7-Kammer-Rückleuchten mit dabei. Und wir haben die ganzen Lichtfunktionen hinten schaltbar gemacht und wie gesagt Bremslicht und Rückfahrlicht läuft über den Fahrregler. Dann haben wir das Soundmodul eingebaut und das ist übrigens das gleiche Modul, das ich in den Dodge eingebaut habe. Das wird auch programmiert, das heißt auch hier wird festgelegt, wo ist der Nullpunkt und wo ist der oberste Punkt, damit der nicht klingt, als ob er gleich kotzen müsste, wenn er ganz oben oder ganz schnell fährt. Ich gebe mal ein bisschen Gas. Ich weiß jetzt nicht, ob man es... Ich weiß jetzt nicht, ob man es im Video hört. Hier direkt am Modell hört man es sehr gut. Wenn ich das Gas wegnehme, dann hört man so ein leichtes Quietschen. Ist also echt schön gemacht, der Ton. Finde ich ganz klasse. Für euch ist es ein bisschen leiser als für mich hier direkt vor dem Modell. Deswegen habe ich ihn jetzt gleich wieder ausgemacht. Also wir haben einmal Motor starten, einmal Motor aus und... Eine richtige Hupe. Ja? Der andere muss auch mitkriegen, dass der MAN kommt. Ja? Also... Ich finde das Standgeräusch auch super. Also das ist tatsächlich was, das kann ich mir den ganzen Tag anhören. Auch das. Ja. Pausezeichen für LKW-Fahrer. So, ich glaube, soweit habe ich jetzt eigentlich alles erzählt, was ich in der Kürze erzählen wollte. Wie gesagt, momentan absolut happy. Was ist da noch ans Fernlicht? Oh nein, wir blenden alle. So, normales Licht, ist okay. Soweit, so gut. Was kommt als nächstes? Nein, ich habe noch was vergessen. Jetzt kommt's. Ich werde den hier mal schnell so ein bisschen nach oben schieben. Lass mal. Das schaut so, verzerrt sonst die Optik so. Ich habe nämlich noch was gemacht. Ja. Eine Frontstoßstange. So, die kann man hier vorne schön einklicken. Das ist jetzt die in Silber bzw. in Chromoptik. Ich zeige es euch mal. Aber ich finde, sie verliert sich leider so ein bisschen. Hier vor dem weißen, vor der weißen Kabine. Sowas, ich bin auch kein Freund von diesen verchromten Sachen, aber ich finde, sie verliert sich ein bisschen. Deswegen habe ich noch eine zweite, die ist in Anthrazit und in Schwarz. Und da muss ich sagen, die gefällt mir hier wesentlich besser. Die passt auch gut zu der Standardfarbe, zu der Standardstoßstange. Und macht auch gleich nochmal was her. Also so sieht das ganze Modell jetzt aus. Ich bin bis jetzt absolut zufrieden mit den Komponenten, die wir eingebaut haben. Wie gesagt, bis auf diesen komischen Kriechstrom, den ich hier noch auf diesen zwei LEDs habe, ist alles super. Ich muss sowieso die ganze Elektronik nochmal neu machen, beziehungsweise neu machen ist immer relativ. Momentan ist alles nur in dieses Fach hineingeschmissen, damit ich das euch heute zeigen kann. Aber irgendwo muss ja der Akku dann auch mal hin. Das heißt, die ganzen Kabel müssen einmal sauber verlegt werden und aufgeräumt werden. Das Kippermodul ist gleich eingesetzt, aber auch der Fahrregler und der Endabschalter muss noch eingebaut werden. Und die Kippebrücke selber muss auch noch gemacht werden. Ich habe also noch ein bisschen was zu tun und ich werde euch, sobald ich die ganzen Sachen erledigt habe, natürlich wieder in einem Video dann das dann fertige Modell, das vermutlich dann fertige Modell, also mir fällt noch was ein, dann zeigen. Genau, mit den anderen Sachen, ich weiß, ihr schreibt mir ganz fleißig zu dem Hydraulik-Cleaner, aber ich bin noch nicht so weit. Ja, eins nach dem anderen. Momentan ist der Kamerad eben dran und dann geht es mit dem anderen weiter. Ja. Bleibt auf jeden Fall gespannt und würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen hoch da lasst
und abonniert meinen Kanal, und wenn ihr die Glocke anmacht, dann werdet ihr auch benachrichtigt, wenn das nächste Video online geht. Ich freue mich und bis dann!